Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier im Interview, und zwar der liebe David. Der hat mir die Musik für das Super Pandaland Projekt gemacht und ist ein fantastischer Musiker. Ich bin ja wirklich in sehr kurzer Zeit ein großer Fan von ihm gewesen. Und stellt sich jetzt bereit für ein kleines Interview, und wir möchten in diesem Video mal so ein bisschen eingehen. Wie kommt man dazu, eigentlich Chiptune-Musik zu machen? Welche Programme benutzt man, und vielleicht mal so ein paar Tipps für Anfänger und so weiter. Und ich habe, denke mal, jetzt genug vorgeredet. Hallo David, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Erstmal Dankeschön. Ich freue mich, dass die Musik so gut ankommt bei dir. Ich bin der David. Ich wohne in Deutschland, Baden-Württemberger Seite. Ich bin 31 Jahre alt. Mehr fällt mir gerade auch nicht wirklich ein. Mehr braucht man ja auch nicht, ne? Um Gottes Denke ich Willen. auch nicht, denke ich auch nicht. Genau, ein kurzer Einwurf. Ihr wundert euch vielleicht alle, was ihr jetzt gerade hier im Hintergrund im Video seht. Und zwar hat mir der liebe David mal so einen Prozess eines Song-Erstellens quasi in Videoform aufgenommen. Bin ich ganz begeistert für. Und damit ihr vielleicht mal auch so ein bisschen was im Hintergrund zu sehen habt, habe ich euch das hier ein bisschen reingeschnitten. Also nicht, dass ihr euch wundert, was da hier gerade im Hintergrund irgendwie alles abgeht. Genau. Wie lange machst du denn schon Chiptune-Musik, und wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Also ich denke mal, dass das fällt einem ja nicht irgendwie einfach so in den Schoß wie, okay, ich sehe einen Rockstar und der spielt Gitarre, das will ich jetzt auch mal machen. Dann muss es ja wahrscheinlich irgendwie so ein Erlebnis gegeben haben, wo du dir gedacht hast, hey, das will ich auch machen. Also zeitmäßig, ich glaube spät 2017 oder 2018. Ich verliere da öfters mal den Überblick, aber wenn ich so meine Dateien durchgehe, wenn ich mich richtig erinnere, so wirklich. Ah, nee, ich erinnere mich jetzt, glaube ich, wieder. Es war Ende 2018. Und Also 5 Jahre schon, cool. ja, ungefähr. Ich habe ein bisschen was schon unterm Gürtel oder irgendwas sagt. Der Grund, damit anzufangen, war erstmal eine Art, ich sag mal, Hinweis oder Tipp von meinem damaligen besten Freund. Ich habe ziemlich unter einer, ich sag mal, frischeren Trennung gelitten, und ja, und es, also um es ganz simpel auszudrücken, es sollte eigentlich erstmal nur eine Möglichkeit zum Verarbeiten sein. Ja, ist gut dafür geeignet, sowas Künstlerisches dann, wenn man sich mal so ein bisschen austoben kann und einfach den Kopf irgendwie frei kriegt. Ich kann das Gefühl halt auch einfach nur beschreiben, wenn man dann im sogenannten Workflow ist, dann ist der Ja. Kopf einfach leer. Man denkt an nichts Negatives oder sonst was, und das war so der Grund dafür, weil ich das auch gemerkt habe. Aber lange Rede, kurzer Sinn, war das lange nicht mehr der Hauptgrund oder, blöd gesagt, eine Entschuldigung, dass es nur ein Verarbeitungsmechanismus sein soll. Ich habe schnell gemerkt, wie spaßig das eigentlich ist. Und ja, dann habe ich einfach immer weiter quasi, was heißt, geübt. Ich habe einfach immer mehr Songs geschrieben irgendwann, und irgendwann habe ich gemerkt, oh, okay, langsam gefällt mir das auch, was ich da so mache. Ja, und Da hast du ja auch mittlerweile auch gutes die Skills irgendwie entwickelt. Und also bei unserer Zusammenarbeit bin ich auch wirklich sehr begeistert gewesen, wie schnell du auch da die Lieder rausgehauen hast. Und so zum Tipp, irgendwie Trennung verarbeiten und so weiter, sich in sowas Kreatives zu stürzen, muss ich sagen, auf diese Art und Weise habe ich auch meinen YouTube-Kanal gestartet, so ein bisschen. Also das sind wir, glaube ich, da verwandte Seelen in der Hinsicht. das finde ich sehr schön. Ja, ich kurz gesagt, war gerade auf irgendwas hinaus. Ich habe es wieder vergessen, aber es kommt vielleicht gleich wieder. Ist kein Problem. Hast du denn vorher schon irgendwie was mit Musik getan, dass du irgendwie vielleicht schon, keine Ahnung, irgendein Instrument gespielt hast? Oder bist du da quasi von komplett auf neu irgendwie eingestiegen? Also ganz offiziell erst seit Ende 2018, Ja. eben einfach nur als Verarbeitungsmechanismus. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, wie lang das her ist. Es ist schon sehr lange her. Da wollte ich das schon mal versuchen, aber ich habe nicht die Geduld und Motivation dafür gehabt, quasi. Ja, wie es so oft ist, ne? Ja, ich kenne das.
Ja, und ich habe das Programm damals, also Farming Tracker heißt das, habe ich irgendwie so für eine halbe Stunde geladen, habe mir kurz ein Tutorial angeguckt, wie es ungefähr geht. Ja. Habe auch meine Noten gesetzt. Ich glaube, das Problem war, dass ich etwas transkripten wollte. Das heißt, ich wollte quasi, blöd gesagt, ein Songcover machen. Mehr oder weniger. Und ich weiß nicht, ich denke mal, das ist sehr vielen klar, aber Transkripten oder wie man sagt auf Englisch transcriben, das ist ungeheuer schwierig. Das glaube Und ich. ich würde auch nicht, also wenn man wirklich mit Musik anfängt und wirklich ein, also per Gehör vor allem transkripten möchte, außer man hat wirklich so ein wirklich gutes, vielleicht sogar absolutes Gehör, ist das nicht unbedingt spaßig, für mich zumindest nicht, war es das. Dann ist das wahrscheinlich viel mehr, ich sag mal, kann ich mir vorstellen, zumindest irgendwie wie Arbeit und nicht so ein bisschen kreativ sein, ne? Weil du musst ja irgendwie ständig dann irgendwie wahrscheinlich rumfiddeln und überall gucken, wie kopiere ich das in Anführungsstrichen am besten irgendwie, ne? Korrekt. Ja, das kann ich mir glauben. Ich sag mal so, ich habe dann Möglichkeiten gefunden, Songs quasi ganz blöd gesagt, wie erkläre ich das? Es gibt ja diese sogenannte Musiknotenseiten, diese Sheet Music. Und das habe ich halt in einer Form gefunden oder entdeckt, nur dass es halt nicht auf diesen auf dieser Musiksprache, sondern halt, also alle Noten sind quasi in lateinischen Buchstaben dargestellt. Ah, okay. Und in meinem Fall, ich habe ja Farming Tracker benutzt und es gibt gefühlt zwei Arten von Musikprogrammen, ganz simpel ausgedrückt, die von oben nach unten gehen in so einem Raster, wie man im Video wahrscheinlich auch sieht. Das Genau. ist ein sogenanntes Tracker-Programm. Und dann gibt es diese, ich sag mal ganz blöd, diese professionellen Studio-Software, wo man nennt diese auch DAW oder DAW, also das steht für Digital Audio Workstation. Ja. Und das geht blöd ge gesagt von links nach rechts und man kann auch, ist auch weniger limitiert damit. Ja, genau. Um vielleicht mal so ein bisschen, den ein oder andere kennt wahrscheinlich die Begriffe nicht. Also Farmi Tracker, zumindest so wie ich weiß, das ist ja ein Programm, das wird halt hauptsächlich zum Produzieren von NES oder Famicom Musik gemacht. Da kommst du ja auch ursprünglich her, ne? Genau. Und ja, diese Tracker und so weiter, vielleicht so ein bisschen zu kurz zur Erklärung, so bei zumindest, was mein beschränktes Verständnis ist, bei 8 und auch 16-Bit-Musik wird das halt ja, ich sag mal, Chiptune-Musik dann halt dadurch gemacht, dass man halt verschiedene Kanäle ansteuert und so weiter. Ja, das ist richtig. Entschuldigung. Wie soll ich das grob erklären? Wenn es um jetzt zum Beispiel wirklich so für NES oder wirklich so Musik geht, wo auf was Bestimmtes bezogen ist, Farming Tracker zum Beispiel, NES oder auch Famicom-Module, gibt ja auch da, den nutze ich sehr gerne, den Konami VRC6. Da hat man quasi, also der Original-NES, wie auch wir und die Amerikaner ihn bekommen haben, hat fünf Channel, zwei melodische. Nee, drei, Entschuldigung. Ja. Der dritte ist quasi mehr wie man sich vorstellen könnte, ein Bassinstrument. Man hat also quasi drei Noten, die man gleichzeitig abspielen kann. Und die anderen zwei sind mehr so für schlagzeugmäßige Dinge gedacht. Es gibt den sogenannten Noise Channel, der wortwörtlich quasi White Noise ist, den man aber sehr, ich glaube mal, sehr verschieden auch beeinflussen kann. Und ich weiß nicht, ob es ja Leute gibt, die auch ein bisschen älter sind. Damals, wenn man den alten Fernseher, den Röhrenfernseher angemacht hat, und dann gab es ja dieses Kriseln und dann gab es auch immer dieses Geräusch und das ist das. Ja, ich denke mal, das Geräusch, ich denke mal, die meisten, die hier zuhören, sind auf jeden Fall Ü30, da sollte man das, glaube ich, noch kennen, das Geräusch. Aber dann kann ich mir auch vorstellen, wenn du jetzt da irgendein populäres Lied quasi portieren willst, was du ja angesprochen hast,
Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, das dann auf diese Limitierung vom NES dann zum Beispiel zu portieren, oder? Da muss man dann wahrscheinlich viel tricksen irgendwie. Also ich habe mich auch so ein bisschen ja mit der Gameboy-Musik selber beschäftigt, auch wenn ich absolut nicht musikalisch bin. Und diesen Noise-Channel, den du angesprochen hast, den gibt es ja auch für den Gameboy. Und dann kann man ja zum Beispiel den ja so ein bisschen, wie du schon angesprochen hast, dann modifizieren, dass du zum Beispiel dann einen Drum hast und dann dieses Noise-Channel, dieses Rauschen, das so einstellt, dass es zum Beispiel nur ein Bruchteil einer Sekunde ist, und dann hast du so psst, und dann hast du dann halt, ne, hast du so Drum, buff, psst, buff, Ja, psst. Dafür kann man genau. das ja zum Beispiel ganz gut einsetzen, ne? Man muss halt wissen, wie, aber ja, wenn man jetzt erstmal denkt, okay, so dieses Rauschen, kann man tatsächlich, hätte ich auch nie gedacht, aber das ist wirklich sehr, sehr gut für diese, also es klingt halt schon sehr stark nach einer Art Schlagzeug mit viel Fantasie. Und das finde ich einfach Wahnsinn. Ja. Ja, Und das ist bestimmt auch ein großer Teil der Faszination, gerade mit diesen, ja, wie gesagt, limitierten technischen Möglichkeiten, denn auch wirklich dann auch andere Töne rauszuholen, oder? genau. Kurz noch zum fünften Channel des Standard NES, wie ihn auch, oh Gott, wie wir ihn auch bekommen haben. Das ist der sogenannte DPCM. Das steht irgendwie für Delta Ja. P, habe ich vergessen, Modulation DPC. Kurz gesagt, es ist ein Channel, der ganz kurze kleine Samples abspielen kann. Ah, Das heißt, ja, frag. also quasi, wenn dann vorher irgendwie ja, so ein Sprachsample oder wahrscheinlich auch irgendein Instrument dann quasi eingespielt hast, wahrscheinlich nicht in sehr, sehr guter Qualität, dass du das dann da quasi anwenden kannst, oder wie meinst du das? Korrekt, ja, also Ah. Sprachsamples kamen, glaube ich, manchmal zur Nutzung auf NES-Games, aber ich persönlich nutze es einfach für ein paar extra Schlagzeug-Samples. Ja, da glaube ich, das ist so quasi das, was du so auf normalen Wege quasi nicht hinkriegst, dann wahrscheinlich, ne? Ja, um so ein Beispiel zu geben, sehr viele Konami-Games, also Castlevania auch, was gibt's noch? Monster in my Pocket ist zwar ein bisschen obskurer, aber ja, nutzen alle, soweit ich das jetzt weiß, alle diese, ich sag mal, in-house, diese Samples, die dann auch selbst erstellt haben und über die ganzen Games verwendet haben, gibt. Ah. Und damit kann man dann quasi so den typischen, ich sag mal, Konami-Sound wahrscheinlich kreieren oder sowas, weil immer dieses gesampelte Instrument verwendet wird, was andere Firmen halt zum Beispiel nicht machen, ne? Unter anderem, ja, Konami Sound, sage ich mal, das sind die Samples an sich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir irgendein Sample nehme, was, wie erkläre ich das? Ich, blöd gesagt, Konami damals hat zum Beispiel ganz bestimmte Samples genommen und die dann einfach eingearbeitet. Und wenn ich jetzt irgendwie Samples von irgendeinem Sample Pack nehme, das wird auch nicht 100% so gleich klingen, weil es einfach ein. Es gibt so viele Samples und auch so viele Arten, ein Instrument aufzunehmen als Sample und so. Ja, klar. Aber an und für sich, zum Beispiel bei Konami, gibt das Ganze einfach ein bisschen mehr Kick, ein bisschen mehr Tiefe quasi für. Es klingt einfach ein bisschen besser und auch ein bisschen. Das stimmt. Du hast jetzt ja viel vom NES gesprochen. Du hast jetzt auch Gameboy-Musik vielleicht auch ja, etwas angefangen. Mal auf den ersten Blick mag man ja vielleicht denken, okay, das ist ja quasi das Gleiche, weil es gab ja auch auf dem Gameboy ja auch oft Portierungen von NES-Spielen und das klang ja auch immer alles ungefähr gleich. Also ich habe zum Beispiel da immer so als großes Beispiel bei mir DuckTales im Kopf. Ne? Das hat eine richtig, richtig gute Musik und das finde ich ist auch sehr gut auf den Gameboy portiert worden. Der Gameboy hat ja mehr Einschränkungen als das NES und hat ja auch nur vier Kanäle. Soweit ich das ja richtig im Kopf habe, ja zwei auch so eher so, ist das so Drum-Kanäle, eine Melodie und auch ein Noise-Kanal, glaube ich, ne? Nicht ganz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Korrigier mich wie gerne, ich habe nur ein oberflächliches Wissen. Nee, aber alles gut. Also, was die ersten beiden Channel angeht, also wenn man das Video sieht, Duty 1 und Duty 2, ich weiß nicht, warum das Duty heißt. Es sind quasi so gesehen die gleichen Channel wie beim NES, die können die Ja. gleichen Töne von sich geben, wenn man es eben dementsprechend einstellt. Ja.
Genau, kurzer Einwurf. Ihr seht das gerade sogar passenderweise. Wie gesagt, ich habe das Video von David hier im Hintergrund laufen. Da habt ihr gerade auch, seht ihr schon die Gameboy-Channel, die Duty 1, Duty 2, Wave und das der Noise-Channel. Das ist quasi, was ihr da gerade seht, quasi neben den Lautsprechern steht das da alles. Und die meiner Meinung nach, Moment, das Beste meiner Meinung nach am Gameboy ist, dass der Gameboy zwar keinen Sample-Channel hat, aber der dritte Channel, ich habe ja erklärt, der dritte Channel beim NES ist so ein bisschen bassinstrumentmäßig. Und beim NES ist das so der sogenannte Triangle-Channel. Der heißt so, weil die sogenannte Waveform, also wenn ich jetzt zum Beispiel spreche und das in so ein Programm schmeißen würde, wär das eine Waveform, also so wie das einfach aussieht auf in einem Editierungsprogramm. Hoffe, das ist soweit verständlich, was ich damit meine. Ja klar, ich denke mal, das hat jeder schon mal gesehen, ne? Diese so eine Wellenform, ne? Es ist ja Genau, eine übersetzt, ne? Und Wellenform. so sieht es ja auch wirklich irgendwie Ja. aus. Und beim NES eben, wie wir ihn zumindest bekommen haben, ist das eben die sogenannte Triangle Wave und die heißt einfach so, weil die Welle genau wie ein Dreieck aussieht. Ich kenne mich jetzt nicht wirklich groß aus, warum, also wenn man eine Wave zum Beispiel, nee, sagen wir es anders. Die Stärke und meiner Meinung nach auch das Bessere am Gameboy ist, dieser dritte Channel ist auch ein Wave-Channel, aber er ist nicht festgelegt als Triangle Wave, sondern die kann man mit ein paar Einschränkungen natürlich, aber sehr, also selber zeichnen quasi. Das heißt, man kann, blöd gesagt, noch eine dritte, einen dritten Puls-Channel machen, also wie bei Duty 1 und Duty 2. Einfach nur, um das ein bisschen zu erweitern. Man kann auch eine Triangle da einfügen, aber halt auch alles andere, was man sich entweder ausdenken kann oder auch irgendwo, wenn man sich da besser auskennt. Ich persönlich habe einfach ein paar Waves angesammelt über die Zeit, die ich dann einfach selber da reingezeichnet habe. Ja klar, Und jetzt verstehe ich das. Also im Prinzip ist der dritte Kanal halt beim Gameboy wesentlich flexibler, während das beim NES halt wirklich, du hast zwar mehr Kanäle, aber die sind halt festgelegter und dadurch ist es so gesehen starrer, während du, ich sag mal, beim Gameboy ein bisschen kreativer sein kannst. korrekt, ja, das Entschuldigung. Kein Problem. Jetzt sehe ich, was du gesagt hast. Ja, ich kann da jetzt auch nicht wirklich. Ich wollte gerade was sagen, aber ja, nee, ist so. Genau, aber ich habe auch schon mal so Anleitungen gesehen, weil ich jetzt momentan ja auch das Spiel entwickle, dass da ja auch viele so Sprachsamples sind auf dem Gameboy ausgeben. Und das läuft ja wahrscheinlich über diesen Wave-Channel, ne? Ganz genau. Jetzt verstehe ich das auch. Ja, das habe ich selber vorher nicht gewusst, aber ja, es ist wirklich, dass es über den Wave geht, weil eben, ich denke mal, von der auch jetzt in Game Boy Studio zusammenhänglich, weil ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich bin echt schlecht, in sowas zu erklären, aber es ist quasi der einzige Channel, der das so gesehen auch einfach kann, weil eben auch ein Sprachsample, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, auch einfach nur eine Wave ist, eine Ja Wellenform, klar, eine. ob die Wellenform so oder so aussieht, ne? Und dann Ja, kommt da halt bei der Wellenform halt ein Sprachsample raus. Das ist dann halt ganz einfach genau. so. So als Nebennotiz, das ist auch das, wo ich es zum ersten Mal herausgefunden habe, bei der Shoot'em-up-Section, Ja. ist eben der dritte Channel mit der Hauptmelodie quasi belegt. Deswegen, wenn man das Level spielt, bricht auch, wenn dann irgendein anderer Sound passiert, ob es jetzt irgendwie Schaden oder sonst was ist, bricht die kurz ab. Und das hat mich ein bisschen irritiert, aber ich meine, du hast gesagt, es stört dich nicht, also denke ich mir, dann soll es auch nicht mein Genau, Problem sein. da hat man drüber gesprochen, also kurze Hintergrundinfo. Ja, ist logisch, weil halt die ganzen Soundeffekte, wie zum Beispiel Schießen, alles über diesen Kanal irgendwie läuft. Und wenn natürlich, es kann halt nur der Kanal einen Ton auf einmal hier ausgeben. Und wenn dann halt, sag ich mal, der Schießsound dann halt ausgespielt wird, dann stoppt dann theoretisch kurz die Melodie. Aber ehrlich gesagt, ist das mir jetzt nicht beim Anspielen negativ aufgefallen. Deswegen habe ich gesagt, okay, passt schon alles, ist kein Problem. Genau. Ja, was für ein Programm benutzt du denn für die Gameboy-Sachen? Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, aber ich nenne das Programm allgemein Huge Tracker. Genau. Quasi.
Also, ich sehe auch gerade, wenn ihr das hier im Video seht, da steht auch oben links, wie es geschrieben wird. Genau, Aber ich würde ganz es ganz genau. genauso aussprechen. Ich bin immer noch so gespalten zwischen Huge Tracker und HUGE Tracker, weil UGE ja das Format ist für die Module und auch Game Boy Studio genau dieses Modulformat lesen und direkt einspielen kann. Genau, Aber bei, stimmt. Ja, wobei ich glaube, Huge Tracker spricht sich irgendwie flüssiger, oder? Definitiv, definitiv. Ja. Aber wie man es auch immer nennen will. Woher nimmst du denn so allgemein deine Ideen für Songs? Also auch allgemein für euch alle. Ich habe seinen Davids YouTube-Kanal euch unten verlinkt. Er veröffentlicht da regelmäßig irgendwie neue Tracks, sei es irgendwie natürlich hauptsächlich fürs NES, aber auch ein paar Gameboy-Tracks hast du ja veröffentlicht. Woher nimmst du deine Ideen? Hast du da irgendwie ein Spiel mal gespielt, was du so ein bisschen im Kopf hast und du denkst, okay, gut, das hat einen guten Sound, ich will mal sowas in der Richtung machen? Oder denkst du dir irgendwie so eine bestimmte Stimmung, die du im Kopf hast? Okay, so, ich will jetzt etwas Dramatisches machen und fängst dann erst, keine Ahnung, mit dem dramatischen Beat an und arbeitest dann darauf hinaus? Oder wie ist da dein Prozess? Ein bisschen unterschiedlich. Erstmal Musik, also aus meiner Sicht zumindest, basiert auch oft auf bestimmten Mustern und Techniken, die sich, also wie soll ich sagen, Musik, also aus meiner Sicht passiert nicht willkürlich. Also auch diese ganz schnellen ändernden Töne haben ein Muster dahinter. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, wenn ich jetzt zum Beispiel an Level 1 gedacht habe, du hast mir, deswegen habe ich auch nach diesen, zwar ein bisschen privat, aber egal, nach diesen Songs gefragt, wo du sagst, was du dir vorstellen würdest. Genau. Also vielleicht auch, damit ihr wisst, worauf wir sprechen. David ist ja auf mich zugekommen und hey, wenn du Musik brauchst, würde ich gerne machen. Und hat halt gefragt natürlich logischerweise, was ich mir so ungefähr vorstelle. Ne? Und dann habe ich so ein bisschen als Inspiration gesagt, okay, natürlich ne, Super Mario Land, aber ich bin natürlich auch großer Fan von Fortress of Fear und so weiter. Da hatte ich ihn so ein paar Beispiel-Songs geschickt, damit er schon mal so ungefähre Richtung weiß. Genau, so, genau, aber fahr fort. Genau, das ist erstmal das eine und ja, einfach sich vorstellen, okay, das ist erstmal so Level 1, das sollte jetzt nicht irgendwie so, blöd gesagt, so erstmal so schnell klingen und zweitens, was mir persönlich oft hilft, es gibt sogenannte Moll- und Dur-Schlüssel, auf Englisch Major und Minor und die gibt es quasi alle Noten durch, 12 Major und 12 Minor Keys, also halt Noten. Tonarten nenne ich es einfach mal oder Schlüssel. Und nur als Beispiel für das erste Welten-Thema habe ich zum Beispiel D-Dur genommen. Also es ist Dur klingt meistens auch ein bisschen fröhlicher, ein bisschen halt weniger, ich sag mal, auf der Erde, wenn das Singen macht. Ich nutze es selten, aber eben für so Level 1, wo einen jetzt noch nicht wirklich so ich sag mal, so stressen soll, ist das immer sehr, sehr Die gut. große Gefahr ist da noch nicht da, ne? Da tastet man sich erstmal langsam ran. Genau, und wenn es halt dann, zum Beispiel, wenn es dann später wurde, habe ich halt gedacht, okay, ich nutze dann doch eher mal die Minor oder die Moll-Schlüssel. Weil diese je nach Tonart auch verschiedene, ich sag mal, Emotionen ausdrücken können, meiner Meinung nach. Ja, das auf jeden Fall. Also ich war nie gut im Musikunterricht in der Schule, aber das ist bei mir auch noch hängen geblieben. So ein bisschen Schön. Dur ist so ein bisschen, sag mal, eher das Fröhliche und Moll ist dann so ein bisschen so, ja, eher das Gegenteil, ne? So ein bisschen traurig, etwas drückender, irgend sowas. Ich glaube, dann hast du auch beim zweiten Level-Theme, da geht es ja so ein bisschen unter die Erde mit Höhlen und so weiter. Genau. Da hast du, glaube ich, dann auch Moll benutzt, ne? Weil das klingt so ein Ja. bisschen drückender irgendwie. Genau. Genau, das passte dann ja logischerweise perfekt. Oh, ich wollte noch auf irgendwas hinaus. Genau, also im Prinzip, woher du deine Ideen nimmst. Ja. Genau, also sagst, fängst du quasi erstmal mit Dur oder Moll an und baust darauf dann auf. Das ist die zweite Möglichkeit und die dritte ist auch noch so blöd es klingt, sich Inspiration zu holen. Also das heißt,
Ich meine, wenn man irgendwie an was Bestimmtes denkt, irgendwie an Level-1-Thema. Ich meine, zum Beispiel kommt mir da Super Mario Land in den Sinn. Das erste und dritte Königreich. Und wenn man das schon hört, ist es halt sehr fröhlich. Also gehe ich auch einfach mal davon aus, dass es ein Durschlüssel ist. Und wenn es halt wirklich inspirativ wenn es ein bisschen drauf anlehnen soll, dann kann man das natürlich machen, aber ansonsten hilft es mir einfach zu wissen, dass so ein Klang her schon, es gibt einem ja ein gutes Gefühl und in der Regel zumindest ist es so, dass Dur einfach eine sehr viel positivere Atmosphäre schafft. Ja, das kenne ich, aber das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ich denke mal, auch jeder, der irgendwas Kreatives macht, sei es malen ist oder Videos macht oder Musik macht oder ähnliches. Ich kenne das auch selber. Man sieht einfach irgendwas und macht sich keine Gedanken und zack, ist die Inspiration da und man hatte schon so eine grobe Idee im Kopf. Ne? Kennst du das wahrscheinlich bei dir auch? Genau. Ja, sehr schön. Hast du denn so Tipps für Anfänger? Weil ich, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Bilder hier im Video so nebenbei sieht, ne, und man sich noch gar nicht mit der Thematik beschäftigt hat, dann sieht das natürlich jetzt erstmal schon sehr, ich sag mal, abschreckend aus, weil es sieht natürlich jetzt nicht sehr, auf den ersten Blick zumindest nicht sehr zugänglich aus. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man sich da am besten wie reinarbeiten kann, vielleicht so ein bisschen, wenn man Interesse hat? Ich kann zwar versuchen, so zu beschreiben, wie es bei mir war. Ja, gerne. Am Anfang habe ich erstmal einfach ein bisschen rumgespielt, einfach mal Noten eingetragen, mal gesehen, wie alles klingt. Kurz darauf habe ich auch eben Möglichkeiten gefunden, Songs quasi in diesem Tracker-Format darzustellen. Nur, dass ich sie eben nicht selber gemacht habe, sondern quasi wie diese Notenblattmusik, nur dass ich es halt verstehe. Ja. Und dann habe ich, blöd gesagt, einfach mal angefangen, diese Noten genauso einzutragen und dafür dann halt meine Instrumente alle selber erstellt. Das heißt, es war einfach ein für mich natürlicher Lernprozess, einfach mit Dingen zu arbeiten, die jemand schon gemacht hat. Und das ist so erstmal das eine Ding. Und das zweite Ding ist, dass man nach einem Schlüssel arbeitet, tatsächlicherweise. Es gibt, ich glaube, auf Wikipedia gibt es die. Ich kann aber auch, ich weiß nicht, ob du das dann im Video irgendwie einfügen möchtest oder so. Kann ich Ansonsten ist gerne, weil wenn du mir noch so ein, zwei Links gibst, kann ich die gerne in die Beschreibung unten reintun. Das ist kein Problem. ich schicke dir mal kurz, dass du es im Nachhinein machen kannst. Moment. Ich habe nämlich jeden Moll- und Dur-Schlüssel oder in dem Fall halt auf Englisch Major und Minor aufgeschrieben. Und dass man einfach, kurz gesagt, die Noten, die da drin stehen, nur diese verwendet. Das Schöne an so einem Schlüssel ist nämlich, die Noten sind auch sehr unwahrscheinlich, dass sie sich irgendwie schief oder dissonant sozusagen anhören. Das heißt, es ist so ein bisschen, ich denke mal, so ein bisschen wie Malen nach Zahlen, nur ein bisschen kreativer halt. Ja klar, ja, aber das ist ja schon mal eine gute Basis, die man dann hat, ne? Nicht, Definitiv. weil ich kann mir vorstellen, oder als ich mich da selber mal so rumgespielt habe, wenn man da irgendwie so mit so gar kein, ich sag mal, Material oder Leitfaden, wie man es auch nennen will, irgendwie startet, dann klingt es halt schnell wie Grütze, ne? Weil es halt gerade irgendwie dissonant ist oder sonst sowas. Und das kann natürlich Ja. auch schnell demotivieren, ne? Deswegen sind natürlich so ein paar, ich sag mal, so halbfertige Bausteine vielleicht gar nicht so verkehrt für den Anfang. Ja, genau. So als Nebeninformation, ich habe auch ein Google Drive, wo ich zumindest meine Farmitracker-Module hochlade. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand von euch sich Farmitracker zieht, kann er oder die Person sich diese auch einfach runterladen und dann auch direkt damit öffnen. Ach, Ich schön. kann, ja, das heißt, ich stelle das auch frei zur Verfügung. Ich Ja, das finde wäre das. natürlich super. Dann kann ich das, also wenn du mir den Link gibst, dann kann ich dann auch hier unten im Video gerne natürlich verlinken. Das wäre natürlich super. Ach So, genau, kleinen ich sehe Moment. gerade, hast du mir gerade geschickt, genau, werde ich dann auch natürlich alles entsprechend unten verlinken, denn für Interessenten. Ja, also entweder du schreibst sie auf oder du machst einen Download-Link für deine Zuschauer, Ja. dass sie das einfach sich so holen können. Das sind TXT-Dateien, also man braucht dafür kein Word, man kann sie sich einfach öffnen. Das müsste
zumindest jeder Windows-PC öffnen können. Ja, das ist ja wunderbar. Werde ich auf jeden Fall machen. Also, wenn ihr das Video seht, unten in der Beschreibung ist dann sowohl natürlich denn die Noten und dann auch der Zugang denn zur angesprochenen Google Drive von David, wo ihr euch dann da schon mal so ein bisschen was runterladen könnt. Ja, das wäre natürlich eine super Sache. Aber ich glaube, wichtig ist auch erstmal zu sagen, A, die Programme, die ihr dafür benutzt, sind alles komplett umsonst. Also ihr müsst da nicht erstmal irgendwie Geld investieren, ihr könnt euch die Dinge einfach runterladen und einfach mal ein bisschen rumspielen. Und ich denke mal, auch wenn man denn da dann am Ball bleibt, dann kann man sich da schnell so auch was Gutes aufbauen, oder? Denke ich mir auch. Das war für mich halt so der Hauptgrund, warum ich mir erstmal Farming Tracker geholt habe. Es ist kostenfrei. Das heißt, sagen wir mal, das ist überhaupt nicht mein Ding und bringt mir auch nichts als, ich sag jetzt mal, Verarbeitungsmechanismus. Dann habe ich Ja. zumindest mein Geld aus dem Fenster geworfen. Ja, eben. Und das andere ist halt auch einfach, ich liebe ganz simpel gesagt so Chipmusik, NES, Gameboy, ich habe Oh. sowas immer geliebt. Ja, Tito. Und das freut mich auf jeden Fall. Dachte ich mir, okay, dann das ist etwas, wo ich halt auch quasi mitlaufen kann, wo halt einfach, wo mir auch Spaß macht vom Klang her. Und deswegen war das für mich halt die richtige Entscheidung. Ja, definitiv. Kann man ja auch gut hören, sage ich mal. Ne? Also wie gesagt, an dieser Stelle kann ich auch nur mal auf Davids YouTube-Kanal verweisen. Hört euch da mal seine Songs an. Also ich bin großer Fan geworden, auf jeden Fall. Ich habe sehr, sehr viel hochgeladen. Also ich will nur sagen, bitte nicht zwingend euch alles anzuhören, wenn Doch, auch wenn doch, es doch, nicht. doch. Nee, das sind, ich meine mal wirklich ganz, es sind, glaube ich, inzwischen über 400 Uploads. Ich will das jetzt nicht. Aber weil ich habe auch, glaube ich, drei Playlisten erstellt. Eine ist halt die am beliebtesten und die andere ist halt von neu zu alt. Ja, klar. Und die andere ist halt von alt zu neu, wobei ja YouTube da irgendwie manchmal ein bisschen rumspackt, dass ich die zwar dann beim Upload hinzufüge, aber es wird trotzdem irgendwie nicht hinzugefügt. Ist Ich kenne komisch. das Problem. Das war auf YouTube Ja. schon vor 6 Jahren so und das haben sie auch immer Schade. noch nicht gefixt. Keine Ahnung Sehr, warum. sehr schade. Aber ja, es gibt zumindest ein bisschen Möglichkeiten. Und ja, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, aber ja. Brauchst du auch nicht. Ich denke mal, das haben wir auch schon gut alles geklärt. Ja, dann bin ich jetzt auch mal schon fast zur letzten Frage gekommen. Hast du denn noch irgendwelche großartigen weiteren Projekte geplant oder machst du in Anführungsstrichen nur die Musik so ein bisschen vor dich hin? Hast du mal vor, keine Ahnung, vielleicht ein Musikalbum zu machen? Also du hast mir schon ein richtig, richtig gutes Album ja zugeschickt, muss ich sagen. Also kurz für euch alle, der David hat mir eine richtig, richtig geile CD komponiert und zugeschickt, wo ich mich richtig geehrt fühle, weil das auch alles wunderbar klingt. Ich bin ganz begeistert. Hast du da vielleicht auch irgendwie mal sowas vor wie, hey, ich mach mal quasi ein virtuelles Musikalbum, dass du vielleicht irgendwie auf Spotify gehen willst oder keine Ahnung, wie da die Möglichkeiten gibt. Hast du da irgendwas geplant? Bei Spotify bin ich nicht informiert genug, wie das mit der Hochladen funktioniert. Ja. Ich habe eine Bandcamp-Seite, wo ich einige meiner Sachen hochgeladen habe, falls sich da jemand jetzt wirklich so ich sag mal, hochoffiziell sich eine Kopie ziehen möchte. Ich habe die auch als kostenfrei. Man darf, also um es ganz blöd zu sagen, man darf was dazugeben, aber wenn man nicht will, kann man einfach 0 Euro eingeben und einen Punkt, du Ja, kriegst klar. es so. Haben wir natürlich dann auch unten verlinkt, ne? Ist ganz klar. Ja, das kann ich dir auch noch schicken. Moment. Der wäre super. Moment, Musik da. Es ist einiges hochgeladen, manches natürlich älter, manches neuer, aber Ja, das sind klar. so für mich ich sag jetzt mal, vom Kern her das Bessere, also Ja. blöd gesagt, ja. Genau, Linke habe ich bekommen, verlinke ich natürlich alles unten. Also kann ich euch wirklich allen nur empfehlen, schaut da mal vorbei. Dankeschön. Ich habe auch noch Soundcloud, aber da bin ich relativ wenig aktiv und ich weiß nicht, ob es die Musikrichtung ist, aber ich habe das Gefühl, Soundcloud ist auch nicht so Chipmusik orientiert, was halt so ist. Ja, das glaube ich, ne? Es gibt ja mittlerweile wirklich, glaube ich, so viele Plattformen. Da kann man natürlich auch nicht Ja. überall präsent sein. Das ist ja ganz klar. Ja, also YouTube,
Also alles, was auf, also so gesehen, 100% meiner Uploads sind auf YouTube, wenn das Sinn macht. Ja. Bandcamp ist ein bisschen, ich sag mal, reservierter oder ein bisschen ausgewählter. Aber blöd gesagt, bin ich auch ganz offen mit euch. Wenn ihr irgendeinen Track von mir wollt und der ist nicht irgendwo offiziell verfügbar, dann ermutige ich euch sogar. Es gibt ja diese YouTube-Download-Dinger und wo man den Link einfach kopieren und einfügen kann, ganz Ja. ehrlich, erlaube ich, beziehungsweise, wie heißt, ermutige ich euch sogar. Weil ich finde es halt besser so, beziehungsweise ihr könnt euch auch Farbi-Tracker laden und die Module einfach selber runterladen, öffnen und dann auch direkt als Wave-Datei exportieren. Das heißt, es ist halt platzsparender, blöd gesagt. Ja gut, aber ich denke mal, so ein YouTube-Downloader und sowas ist ja kein Problem. Aber ich denke mal, Ja. wenn man das irgendwo in irgendeinem Video oder sowas verwenden sollte, dann wäre natürlich eine Verlinkung für dich natürlich auch toll, oder? Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool und auch fände ich auch echt schön, wenn dann zumindest, wenn zumindest mein Name gewählt wird, aber gewählt, erwähnt wird. Aber wär cool, aber ich steige euch nicht auf, oh Gott, nicht aufs Dach, wenn ihr nur meinen Namen schreibt. Also du strikst nicht gleich die Videos weg oder Nein. keine Ahnung was. Ich bin da. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach zu in einem physischen Netz bin damit, aber ich meine, ich mache jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Es gibt ja so ein paar, ich sag mal, Spielefirmen, wo Fanprojekte, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich will auch keinen Stress mit irgendeiner Firma potenziell, aber wo das dann quasi einstampfen und sagen, nee, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, cease and desist, wo sie sagen, ja, nee, weg damit, sonst gibt es quasi rechtlichen Ärger. Ich glaube, wir wissen Und alle, welche Firma du meinst, ja, aber ich weiß auch, wahrscheinlich. warum du es nicht aussprichst. Aber ich bin da halt so, das ist für mich halt auch so eine Art, erstmal kostenfreie Werbung und zweitens, es ist halt auch schön zu wissen, dass es ja, Anführungszeichen nicht nur für mich ist, sondern auch, dass andere da halt auch wirklich dran gefallen finden. Ja, klar, finde ich persönlich ja auch. Wenn man dann quasi ein quasi Teil so eines anderen kreativen Projektes sein kann. Das finde ich auch immer sehr klasse, dass das so verschiedene Kreative denn so gesehen ein neues Werk erschaffen. Finde ich auch immer sehr, sehr schön. Mir auch noch hinzufügen wegen dem Programm. Es gibt auch ein Programm, was quasi so ein bisschen wie diese modernen Studioprogramme. Moment. Entschuldigung. Moderne Studioprogramme, also Ja. diese DAWs oder DAWs. Das ist ein Programm namens OpenMPT. Ah, das habe ich sogar mal benutzt. Da habe ich mal ein paar Gehschritte versucht. Ja, genau. Das kann, glaube ich, aber auch denn zum Beispiel nicht nur Gameboy und nicht nur NES, sondern quasi komplette Bandbreite, glaube ich, ne? Ja, es gibt erstmal sogenannte SF2 oder Soundfont-Dateien, die kann man da einfach einbinden Genau. und die dann nutzen. Also zum Beispiel, ich habe zwischen, also es gibt zum Beispiel den Sonic und Knuckles oder Sonic 3 und Knuckles Soundfont oder auch Sonic 2. Ja. Und ich weiß selber noch nicht, wie man einen Soundfont erstellt. Wenn ich das irgendwann mal rausfinde, würde ich das vielleicht auch mal machen. Aber an und für sich ist es quasi die einfache Art, quasi einen Soundtrack so zu erstellen, wie es eben in dem, wenn es zum Beispiel an Game angelehnt sein soll. Ja, weil man den spezifischen Sound quasi Ja. klauen, in Anführungsstrichen, kann, ne? Klon, ja, so eine Art. Genau. Aber was das Rechtliche angeht, bin ich mir nicht sicher. Ich will nur sagen, wenn man jetzt nicht, also zum Beispiel NES ist halt eingebaut, das ist einfach, wie soll ich das erklären? Kurz gesagt, weiß ich nicht, ob es da irgendwie rechtlich anders ist, als jetzt zum Beispiel mit so einem direkten Programm wie Famitracker oder sowas. Ja, klar. Es gibt aber auch sogenannte Plugins, diese VST-Plugins, die kann OpenMPT auch. Ja, ich glaube, Und damals hatte ich auch so ein Gameboy-Plugin oder irgendwie sowas ja, benutzt, genau. dass ich schon diese Grund-Gameboy-Sound-Dateien irgendwie da drin hatte, Ja. irgendwie sowas. Und ich denke, Plugins sind da auch eher noch so, sage ich mal, free to go. Das heißt, wenn man ein Plugin benutzt, ich glaube, es geht sich einfach darum, dass in einem Soundfont sind das eigentlich alles nur Samples, die quasi richtig getrimmt und, wie soll ich das erklären,
bisschen optimiert sind oder. Wahrscheinlich geht es, ich denke mal, es geht sich darum, dass ein Soundfont eben von einer Person direkt erstellt wurde und nicht wie bei dem Plugin, wo die Presets alle drin sind. Aber ich sag mal so, Musik, zumindest so die Werkzeuge, also man kann es nicht irgendwie so ein, sag mal ganz blöd gesagt, ein C-Dur-Akkord irgendwie urheberrechtlich, das geht halt nicht. Das ist so jetzt, als würde ich sagen, hey, ich habe jetzt das Recht auf die Farbe Blau, niemand darf mehr Ja, die Farbe, das ist halt verstehe einfach ich, ja. Irrsinn. Ich persönlich nutze halt lieber Soundfonts, aber wenn es wirklich um was, ich sag jetzt mal, wie nennt man das, also wenn wirklich was konkret für ein Game gemacht wird, würde ich dann entweder ein Plugin nutzen oder in meinem Fall würde ich dann halt den Soundfont direkt verlinken oder zumindest Ja. erwähnen, dass einfach da, dass man da abgesichert ist. Ja, ich denke mal, so Transparenz zeigen, das ist an jeder Stelle Ja. immer gut. Vor allem auch, wenn man ja ne, Sachen nutzt, die irgendein anderer erstellt hat, auch wenn es kostenlos nutzbar ist, dass man dann trotzdem den entsprechenden Credits gibt. Ich finde, das finde ich, ist eigentlich selbstverständlich. Was ich auch noch kurz sagen kann, es gibt auch eine Art, sage ich schon, ein DAW, ein DAW, was quasi auch kostenfrei ist und was ich auch für eine Weile benutzt habe, das ist das LMMS, was ich glaube irgendwas mit Linux, weil Ja. das ursprünglich für Linux gemacht wurde, aber es gibt auch inzwischen eine Windows-Version davon. Also ich glaube, wenn man LMMS Punkt, ich glaube, man muss einfach nur LMMS googeln, also Ja. L, 2M und ein S Dann ist sollte man sehr, das sehr. finden. Ja, das heißt, wenn einem, das ist nämlich auch so ein Ding. Ich finde so Studio-Software, DAWs einfach furchtbar zum Benutzen. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ich habe es für ein Jahr probiert, aber ich merke einfach, es ist überhaupt nicht meine Welt. Aber es gibt auch genug Leute, wo eben sagen, Tracker sind furchtbar zu benutzen, also die Programme, wo von oben nach unten scrollen mit der Musik. Ja klar, es ist dann wahrscheinlich einfach nur Geschmackssache, ne? Da gibt es kein Ja. richtig oder falsch. Aber ich bin da, glaube ich, auch eher so auf deiner Seite, als ich das ein bisschen gearbeitet habe, so von oben nach unten. Das fand ich eigentlich immer sehr intuitiv und logisch auch zu bearbeiten. Das ging eigentlich alles immer. Ist halt, wie gesagt, also so ein DAW ist nicht meine Welt, ja, wie, aber es gibt bestimmt auch, was das bestimmt, es gibt Leute, die sind da genau das Gegenteil. Also, wenn es irgendwie nur das Interface-Problem ist, LMMS ist auch eine Möglichkeit und es ist auch kostenfrei und es kann, so wie ich das mitgekriegt habe, sehr so die Kerndinge, die ein, sag mal, modernes Studioprogramm auch kann. Der ist ja super. Also quasi im Prinzip kann man zusammenfassen, die Einstiegshürde ist sehr gering, da die ganzen Programme im Regelfall kostenlos sind. Und ja, für jeden Geschmack ist was dabei, ne? Man muss sich halt nur ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen reinwuseln. Aber so gesehen, man kann ja auch nichts falsch machen, ne? Und wenn es irgendwo brennt, wegen wie man es benutzt, es gibt bestimmt auch, also bei Farming Tracker weiß ich, gibt es mindestens zwei Tutorials, die gut sind. Ja. Das eine ist relativ alt, das andere ist ein bisschen neuer. Soll ich den Link schicken, dass du es auch verlinken Ja, kannst, gerne falls doch. Also wie gesagt, hau ich alles gerne unten rein, du? Moment, dann wenn du schaue da ich schon. irgendwie gute Ressourcen hast, weil ich denke mal, es gibt viele so meiner Zuschauer, die vielleicht so interessiert sind, aber sich nicht so richtig trauen. Und wenn wir dir natürlich so ein paar Ressourcen an die Hand geben könnten, wäre das natürlich super. Schauen. Es gibt ja dieses eine von einem sogenannten Family Tracker OG, der arbeitet halt schon so ziemlich seit das rausgekommen ist, seit 2010. Ich glaube, Family Ja. Tracker wurde offiziell 2008 oder 2007 ins Leben gerufen. Kurz sehen. Das eine Tutorial ist ein bisschen schwerer zu finden. Es ist halt ein bisschen abgespeckter, geht über die simple, sage ich schon, die Basic Functionality, sage ich mal. Aber ich habe irgendwie Probleme, das zu finden. Warte mal, ich gehe mal kurz auf den Kanal. Ob der vielleicht eine Playlist erstellt. Oh, ja, Family Tracker Tutorial hat sogar als Dingsvideo. Oh, er Zuerst hat eine Playlist. Playlist. Oh, wie toll, ja. Das sind fünf Videos, die sind auch alle sehr abgepackt, also sehr kurz und Ja, geht super. aber, ist aber schon mal, wenn man wirklich nur das Basic wissen will, wie es ungefähr geht. Ja klar, das ist natürlich super, ja. Ah, ich sehe gerade genau, hast mir gerade geschickt. Auch das packe ich euch, wie gesagt, natürlich unten rein. Gut, bei Discord ist es halt, es ist eine Playlist, aber ich glaube, wenn du das einfach reinklickst, Ja. dann müsste man so direkt auf die Playlist kommen.
Moment, und das andere ist von einem gewissen, ich glaube, Ben Burns. Moment. Ja, da ist er. Ja, das ist sehr ausgewogen, sage ich schon. Das ist sehr viel länger und auch vielseitiger. Es sind, Moment, je nach, also ein bisschen variiert von der Länge her, aber das sind so ungefähr, wenn ich sehe, 12 Videos. Ah, super. Also das geht ihn quasi mehr in die Tiefe und Ja, ja. er ist auch ein bisschen langsamer und tiefgreifender, was es angeht. Ach, schön. Muss das so sagen, beide Videos, beide Playlists sind halt auf Englisch. Ich habe dafür kein deutsches Tutorial gefunden. Ja gut, da ist die Nische dann wahrscheinlich zu klein, dass es da irgendein deutsches Tutorial gibt, ne? Ich meine, ich könnte es machen, theoretisch, aber ich weiß halt nicht, ob es unbedingt nötig ist. Ich bin da, wie gesagt, sehr offen und helfe auch allgemein sehr Ja, gerne ansonsten, aus. ne, haut's in die Kommentare rein. Der David, der könnte sich wahrscheinlich schon überreden lassen, vielleicht. Macht einfach ein bisschen Radau. Ich mache das, wie gesagt, ich mache das jetzt unironisch auch gerne. Wenn ihr auch auf den Kanal geht, auf die Kanalinfo, dann ist da auch mein Discord Tag, sagt man Tag? Ja, auf jeden Fall der Name. Ist es kein Tag mehr, ist es der Name, aber egal. Und könnt mich dann hinzufügen und ich werde dann auch annehmen und einfach fragen, hey ja, was gibt's oder so halt. Also ich werde dann nicht einfach annehmen oder überhaupt ignorieren, sondern mir ist es dann schon klar. Ja, wunderbar. Auch das, ne? Könnt ihr also gerne machen. Ich kann nur sagen, der David ist ein super netter. Also ich kann ich nur empfehlen, den Kontakt, sag ich mal. Das klingt ein bisschen komisch. Dankeschön. Ich denke, es ist ein Grund dafür, ist halt auch einfach, weil ich mir das alles selber beibringen musste Ja. ursprünglich, weil so blöd es klingt, vor gut 5 Jahren war das anscheinend noch nicht so ausgebaut. Und ich habe das Gefühl, über die Jahre sind auch einfach mehr auch Künstler dazugekommen, die ihre Module eben auch teilen oder das auch einfach es einfacher ist, ich sag jetzt mal, an Vorlagen zu kommen, sage ich mal. Das ist ja super. Also die Szene ist weit weg von ausgestorben sein, sondern boomt eher so, wenn man das so bezeichnen kann. Ich würde zumindest sagen, es ist zumindest noch mehr als relevant, ja. Bin ich auch froh drum. Ja, ich denke mal, es wird ja auch immer präsenter. Also ich habe ja mein Analog Pocket zum Beispiel und da ist ja auch so ein Musikprogramm mit drauf. Das funktioniert zwar ein bisschen anders als diese klassischen Tracker, aber ich denke mal, Ja. das könnte auch sein, dass da viele mal so ein bisschen reinschnuppern, ne? Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, aber Ja, das okay, ist ja. das Nano Loop ist da drauf. Das funktioniert ja so ein bisschen anders, ne? Ah. Dass das mal so als Schleife geht und man kann dann irgendwie alles anpassen. Ist so mal ein bisschen anders. Ich habe auch mal ein bisschen mit rumgespielt, aber ich fand es ein schönes Zeichen, dass das quasi schon davor installiert ist. Ja, das klingt wirklich schön. Scheint auch so, also auf den Analog Pocket einzugehen. Es ist halt, wie gesagt, nicht nur ein modernisierter Gameboy mit Backlight und so, sondern das ist auch cool, dass man sich da, dass man da so Dinge drauf hat. Ja, dass Welche? es ein bisschen mehr in die Tiefe geht, sage ich mal, ne? Und wenn ich das richtig urteile, auch wegen dem Panda Land Clips, man kann anscheinend auch seine eigenen ROMs draufziehen. Ist das Ja, richtig? genau. Also das hat sogar eine eigene GB Studio Unterstützung. Das heißt, du kannst in GB Studio kannst du explizit für den Analog Pocket quasi eine Datei exportieren und da dann halt einspielen. Das ist da quasi super einfach gemacht. Das ist echt gut. Ja, das ist wunderbar. Ich freue mich, dass es immer noch so Relevanz hat. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, der klassische Gameboy, so schnell wird er nicht sterben, auch wenn er natürlich schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Die Games, glaube ich, eher auch dafür. Das ist halt auch schön zu sehen. Ja, eben. Also die Szene wird auch allgemein von den Spielen her immer größer und breiter, auch gerade weil es auch die entsprechenden Tools jetzt so nach und nach gibt. Also das finde ich eine schöne Entwicklung auf jeden Fall. Ich schaue mal kurz, ob ich den LMM. Ah ja, LMS Home, ja, perfekt. Genau. Einfach nur der Einfachheit halber. Es ist LMMS.io anscheinend. Ah. Aber ich habe den Link auch nochmal an den. Auch der kommt natürlich unten mit rein. Wie gesagt, ansonsten bin ich auch generell offen. Ich habe zumindest sehr häufig Zeit. Und wenn ich, dann werde ich das entweder sagen oder ansonsten bitte ich halt um
mindestens 24 Stunden getullt, aber normalerweise geht das Ja, relativ flüssig bei mir. es ist ja wohl klar, dass das man, dass das nicht jeder ständig verfügbar ist. Das ist ja wohl ganz Nein. selbstverständlich. Ja, okay, hast da auch wieder recht. Ich will das einfach nur in den Raum stellen, weil es gibt anscheinend immer noch Leute, wo dann nach, ich sag mal, 2 Stunden ungeduldig werden. Also ganz allgemein gesagt, das ist immer noch eine Sache und Ja, sowas gibt es leider immer ja, wieder, aber ich also habt Verständnis, wenn es mal etwas länger dauert. Wollte so einen Raum stellen, auch wenn ich jetzt nicht denke, dass da irgendjemand anders denkt, aber ja, ich. Ja, okay. Ich glaube, wir Okay. wissen alle, was du meinst. Ja, super. Sehr schön. Ja, nee, wunderbar. Ich glaube, dann würde ich auch mal so langsam das Video zum Ende geleiten. Ich denke mal, wir haben jetzt viele schöne Themen ein bisschen angesprochen. Ich denke mal, wenn ihr auch alle noch so ein paar Fragen habt, könnt ihr die gerne im Kommentarfeld irgendwie stellen. Ich werde mal versuchen, die dann bestmöglich zu beantworten. Oder ich denke mal, David schaut vielleicht auch ab und zu mal vorbei und man kann mal eins und zwei Antworten irgendwie bereitstellen. Schön, dass es geklappt hat und schön, dass du uns so ein bisschen wirklich mal so einen Einblick in diese Chiptune-Welt gegeben hast, David. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, und ob das Chiptune oder eben was Moderneres ist, das funktioniert mit OpenMPT. Also OpenMPT und Farm Tracker haben quasi das gleiche Interface vom Grundprinzip her. Also das heißt, wenn ihr von Farm Tracker auf OpenMPT geht oder andersrum, ist es nicht auf einmal plötzlich irgendwie ein komplett anderes Interface, sage ich mal. Das ist gut, nicht, dass man irgendwie Ja. ständig sich umlernen muss. Ne? Das kennen wir ja alle. Das muss echt nicht Genau. sein. Genau. Nee, Okay. wunderbar. Denn wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann, liebe Zuschauer, schön, dass ihr reingeschaut habt. Und wir sehen oder hören uns beim nächsten Video. Macht's gut. Einen wunderschönen Tag euch allen noch. Tschö.